Wir ranken jetzt 10 Disney-Filme und ich darf die Reihenfolge nicht mehr verändern. Ich schwitze jetzt schon. Wir starten mit Nemo, einem der besten Disney-Filme ever. Kommt bei mir auf den super guten Platz 3. Ja. Okay, wir haben Cars 3. Die Cars-Filme finde ich irgendwie geil, aber irgendwie auch komisch, weil sprechende Autos sind. Aber irgendwie ist das auch wieder cool. Ich gebe dir jetzt einfach mal Platz 7. Ich hoffe, ihr hasst mich jetzt nicht. Ich glaube, das sind neue Disney-Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Deswegen gebe ich ihnen jetzt einfach mal Platz 10. Genau, was Gutes. Aristocats! Das ist einfach Kindheit. Wenn ihr diesen Film nicht gesehen habt, dann schau dich den sofort an. Katzen brauchen ultra viel Musik. Ich glaube, ihr merkt gerade, ich mag diesen Film sehr gerne. Deswegen kriegt er Platz 5 von mir. Bambi! Bambi ist ein Klassiker, aber so traurig, dass ich ihn nicht anschauen kann. Deswegen gebe ich ihn jetzt auf Platz 6. Ich habe so ein Gefühl, er werde mich komplett hassen nach dieser Reihenfolge. Wall-E! Ihr werdet mich gleich mehr hassen, aber Wall-E war irgendwie so ein bisschen eigenartig. Also irgendwie eh schön, aber ich glaube, auf Platz 8 ist er ganz gut aufgehoben. Monster AG! 2 oder 4? Nee, komm, wir geben ihn auf die 2. Ich liebe diesen Film nämlich. Zootopia! Ein Meisterwerk. Unbedingt anschauen. Ich will ihn auf Platz 1 geben, aber habe Angst, dass Peter Pan noch kommt. Soll ich jetzt in 4? Soll ich es riskieren? Kriegt Platz 4 von mir und vielleicht kommt der Peter Pan noch. Mensch, jetzt hör doch mal auf mit dem Cars. Wir hatten schon einen Cars-Film. Jetzt kommt auf immer 8. Das bedeutet, es gibt nur noch Platz 1. Wenn jetzt Peter Pan, Merida oder Coco kommt, dann ist das ein Zeichen. Leute, es ist soweit. Es ist soweit. Okay, wartet. Es ist nicht Peter Pan, aber es ist Tinkerbell. Das zählt. Das zählt. Also, ich bin zufrieden.